Halle, hey, hallo, wie geht's, wie steht's? Das freut euch, ja, Leute. Das geht. Ich bin der Herr der Unterwelt. Genau. Willst du bei mir einen Vertrag unterschreiben? Damit gehst du in die ein und ich feuer dich danach einfach, sobald du meine Aufgabe erfüllt hast. Bin ich nicht nett? Geil, das nenne ich Arbeitgeber in Deutschland. Könnte gut werden. Nur ja, das ist die Frage an euch. Wie geht's? Wie steht's? Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1. Wir sind wieder in der Folge 59, ich glaube ja. Ja. Und wir machen heute den Rest des Hades. Kam's hier und er ist der... Ich muss mal Pause drücken. Wieso geht mein Grund? Achso, ich muss da wieder mal... Zeit gestanden, Hades, Herr über die Toten. Ey, weißt du was? Ey. Wir sind in der Unterwelt. Das ist aber nicht so nett. Platz 10, Hades. Ey, du hör mal, du bist bloß Platz 10. Schämst du dich nicht in deiner eigenen Scheißwelt? Als Bösewicht? Ich bin halt schlecht, weißt du? Der ist nicht schwer? Oh! Hades war schwer. Du solltest da auch wieder Aero arbeiten. Vorsicht, Feuer! Oh nein! Und da sollst du einfach in ihm rennen und die Viereck und die Ausrichtrolle spammen. Weißt du, Goofy wird geheilt, aber Sora. Man merkt jetzt auch schon, zum Beispiel, dass Hades mehr HP hatte. Oh ja, ich habe ihm Angriffe gemacht und keinen Schaden gemacht. Du machst Schaden, aber die HP-Leiste ist da drüber. Ja, die haben über 5 HP-Leisten, hat mir mal erklärt. Ja, dasselbe wie ein anderer Super-Boss. Oh fuck. Oh fuck. Ich habe keine Feuerrüstung drauf, also nicht genug wahrscheinlich. Das sage ich ja mit der Aero. Muss mich. Danke, Goofy, fürs Schild erhalten. So, dann hätte ich aber ruhig auch mal heilen können, ganz ehrlich. Der hat genug, damit sich um sich selbst zu heilen. Auch wieder runter. Nein. Krass, wie viel Schaden hat er da gemacht. Das habe ich ganz vergessen. Krass. Oh! Der schnippst nur, dann brennst plötzlich bei mir in der Hose. Dann brennst du in der Hose. Ja, gut. Slash. Vorsicht, Feuer. Oh. Links rum. Links rum. Ah, oh, shit. Ja. Halt echt auch was mit dem Boss. Ach, 4 Fechtpunkte gegen den Boss. Aber Hades hat immer dasselbe Muster auf. Und mit der Aero bist halt echt gut drin. Verkackt das Timing. Oh Gott. Heilen. Danke. Ich weiß, da ist ein Kill. Oh, Feuer. Vorsicht, Feuer, warte, ich muss... Links rum! Oh, shit. Nein. Waste of time, würde ich sagen. Oh, warst du schnell? Nein, fuck you. Okay, erstmal ein bisschen HP raushauen. You don't making so much da- Schieb doch mal deinen Scheiß auf, Alter. Oh, Knacks! Komm, er ist doch gleich down, der Pimmel. Wehe, du machst noch mal deinen Scheiß hier. Maximum HP. AP. Game. Oh, Slash, tot. Fatality. Fatality. Combo Breaker. Hm. Oh, ich... Was macht ihr da? Stopp! Ey, Leute, rückt mir von der Pelle, ja? Also, bitte, bitte! Tod! Kraft der Sterne erhalten. Gravitra wurde zu Graviga. Graviagra, was? Anselm Bericht 8 erhalten. Very good. So, boah, das war jetzt aber anstrengend. Die letzten 10 Kämpfe kommen jetzt.
The last 10 fights, it's going to him. Oh. Und dreimal Treffer tot. Mann, du Drecksvieh, den Unico und ich mit dir. Nehmt ihr den Rest. Slash! Tot. Na, sag mal, kommst du her? Ein kleiner Drecksknödel, du. Mann, ich hab gar nicht geguckt, was die Gegnergruppen sind. Ja, ich hasse diese Schattenschwuddelknuddels hier. Ja, das sind auch scheiß Gegner, besonders wenn sie ihre Gegner um sich herumschlagen. Ja, ja. Dann sind die richtig scheiße. Die sind alle doof. Oh, Junge. Ich bin Donut, da. Oh Gott. Ja, ja, was zum Teufel? Du. Slash tot. Oh, das ist den hier. Einfach so schnell getötet. Krasser Shit. Oh, ist deine Magic weggeswudet? Tut mir aber leid. So, ihr nervt mich hier extrem. Oh, der Kumpel hat Flair gespawnt. Schon wieder. Da ist er. Oh. Ist er weggeswudet. Oh, danke, dass ich immer wieder anvisieren durfte. Oh, verkackt. Zu spät. Goofy! Goofy! Was kann hier? Oh nein! Oh, oh noch ein Chamazilisk. Ich will den zuerst. Nein, er macht seinen Kack. Er macht seinen Kack, Schmarrn. Richtig scheiße. How the fuck did that hit? You don't hit me! Oh, der Damage. Der Damage. Tschüss. Ich boxe gerade beide gleichzeitig das Gefühl. Slash tot. Sieht so aus. Das war komisch, der ist im Part mir übelst tot nicht in den Tod geglitscht. Was? Das war komisch im Part, der ist übelst lange nicht gestorben. Das ist auch mal Regel nicht so. Der stirbt irgendwie gar nicht. Der will nicht. Schon wieder nicht! Ja, das ist irgendein Fakt oder so, ich hab keine Ahnung. Er will einfach nicht kaputt. Tot. Na schön, oder? Nee, eigentlich bist du nicht schön. Aber egal. Er hat toll oder gesagt. Schön, oder? Sagt er, glaube ich. Oh yeah, Pufungis. Ja, da kann ich wieder versuchen, oder? Ich glaube nicht. Nein, du kriegst keine Items dort. Ist also relativ egal. Versuch ist es wert. Ja. Komm schon, Mann, ey. Mach dein Zeug. Mir ist so kalt, oh Mann. Diese Kackdinger. Mir ist kalt. Mach Blitz. Geil. Komm, Blitz nochmal. Los, Blitz nochmal. Nö. Come on. Mir ist so kalt. Blitz. Ja. Vergehen die Items? Ja, wie fies! Hab ich so gesagt. Eine Kacke. Die kleb ich an die Backe. Ah, nein, ist nicht dein Ernst. It's not serious your business, oder? Du bist als erster dran hier. Eigentlich will ich eigentlich den Dicken da hinten, aber na gut. Hört auf, mir den immer von dem Schwert wegzuschlagen, das ist total behindert. For go. Stop going for attacks. It's my job. Ihr könnt heilen. Oder als Schild im Weg rumstehen. Slash. Es werden immer mehr. Ich finde diese Runde so lächerlich. Oder einfach unendlich für die Gegner kommen einfach so. Hallo, hallo, hallo. Na komm schon. Na komm schon. Mann, der hat auf zu nerven hier. Danke. Na, sag mal.
Du darfst ruhig anvisieren, Sora. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Nö. Sora hat aber keinen Bock. Ja, er ist ein 14-jähriges pubertierendes Kind. Der will jetzt seinen Willen durchsetzen. Hey Mann, komm, sei mal nicht so gemein zu Sora. Der ist noch jung und hat seine Probleme und muss schon die ganze Welt... Oh nein. Gemiragen, die ragen immer so gerne. Na komm hier. Besonders sind eigentlich Forste. Naja, was heutzutage so als Boss durchgeht. Er lässt grüne Fürze. Okay, warte, der wird jetzt instant down. Ich sollte mich trotzdem mal heilen. Oh. Der eine ist schon da. Der ist aber schnell gestorben, kann das sein? Der erste ja. Der dauert jetzt wieder ewig. Komm, ich will mal kontern. Aua. Jetzt? Wieso stirbt der Affe nicht? Jetzt. Die Augen. Nicht schlecht. Voll über seinen Rücken gespinnt den Schild. Das ist so ein Fußballtrick. Goofy, du bist ja richtig talentiert. Oh, jetzt diesmal Schwarzmagier und so. Oh nein, ist da zum Kotzen. Na ja, gut, komm, hey, scheiß drauf. Schau mal. Wenn die Kollegen immer runterkommen würden, danke, das Herz aller freundlichst. Na, kommst du her. Ching, 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 dann nehme ich mir die anderen hier. Ich hab gedacht, ich nehme mir die anderen. Danke. Oh Mann, ich dachte, der kriegt das jetzt schwer zum anderen ab. Bams. Na, come on. Bist du halt rein. Aber der Hades habe ich jetzt zum Glück fast geschafft, muss ich dazu sagen. Batz! Okay. Tot. Oh, die fände auch nochmal. Ja, die kommen auch noch. Danach kommt, glaube ich, Runde 2, die Schattendorsche und Invictors. Mit Schattenquasar. Oh nee. Oh doch. Ich wollte Tomahawk einsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier relativ nützlich ist. Flieg doch nicht so hoch, du Arschloch. Ich will aber auch fliegen. I can show you the world. Ich merk schon, die trollen mich gerne. Tschüss. Immer noch nicht zu Ende. Und Scheiß. Oh, drei gekillt, aber mit einem Angriff. Haha, verkackt. Und dann ist er offen für Angriffe. Schlechter Magier. Verkackt seine Magic einfach mal. Teleport Rhythmus! Push! Schattenquasar Engelschwingel. Ach du Scheiße. Ja, aber treib doch einfach mal ein bisschen. Ja, jetzt ist die vorletzte Runde. Das hat's geschafft. Wie viel Runde war denn gerade hier? Ich hab's nicht gesehen. Das ist jetzt Runde 2. Oh, geil, gleich geschafft. Zeit. Komm her, du Sack. Warte, jetzt. Three of a kind. Ich will da... Oh Mann, ich wollte die alle kaputt schleudern gerade. Was? Hat dir wieder so einen Ruf dazwischen gefunden. Mach doch mal dein Schild, du blöder Flügelfutzi. Nein, ich mag dich wirklich, dass du meine Glühbirne zerstörst. Was? Tod! Nein. Wir sind 6 Punkte gerade. Stop flying around! Oder kommen da gar keine Invictoren? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so wäsch. Ja. Doch.
Ah, 6 Stück! Das kann wehtun. Weißt du, sicherheitshalber. Ja, und heilen. Eventuell. Ja, wenn es dann anliegt, ja. Wenn es so aber macht. Aber danach kannst du dir sicher sagen, warum es geschafft. Okay, der ist ja schon mal down. Ich dachte, das war schon Runde 2. Das ist Runde 2. Und immer noch? Ja. Oh Mann. Dauert ein bisschen lange. Der länger, das wird länger, war 20 Minuten. Boah, das geht schon. könnte noch klappen. Dann kommt er noch. Wir sind bei 16 Minuten jetzt. Was? Bei 16 Minuten? Oh Gott. Ja, 16 Minuten jetzt für die 10 Runden. Aber ja, logisch, dass die letzten 10 Runden am längsten dauern. Tomahawk ist so gut, ne? Mag ich so lieber als Tobsucht. Weil es halt gegen viele Gegner am besten ist. Ja. Warum wird manchmal so hochschmeißt, versteht mich. Das, ich denke mal, da gibt es nicht genug Winkel, in denen er zielen kann einfach. Danke, mein Freund! Jawohl, jetzt kommt der letzte Gegner. Yeah, the last final boss, number one. Der ist eigentlich ziemlich easy, habe ich in Erinnerung. Er ist easy. Und auch wenn du das auf Side spielst, kannst du den Gegner ja immer wieder aussuchen. Ist es dein bester Level-Freund? Oh ja, der gibt nämlich Tech-Punkte pro Treffer irgendwie. Ah, Eroga. Perfekt. Und noch draufschlagen. Er hat zwar ein bisschen HP, aber er kann nichts. Ah, jetzt muss ich auf den Kopf, ne? War nicht so? Ja. Ja, wie gesagt, am besten Aero da verwenden darf. Weil du dann mehr Tash-Punkte kriegst. Cool. So ein Teufel. Runtergefallen. Ja, wo? Der bleibt einfach nur stehen. Du solltest auch ein bisschen Normalschaden machen. Ja, klar. Das gibt doch schön viel MP wieder. Wow, Damage macht man schon, wenn er trifft. Der macht bloß kaum Schaden. Er ist einfach nur groß und dick. By the way, wer die Granitos nicht kennt, der kommt aus dem Herkules-Universum. Und ist sogar ein neuer logisch in der Arena des Olympu. Und er kommt auch in Kingdom Hearts 2, zumindest bei einem Trailer zu sehen. Aber mir heute ist auch gut. Aber ich will Kingdom Hearts 3. Oh ja, ich auch. Alter, gibt ihm richtig hart gerade. Richtig. Der weiß ja erst mal, wo vorne und hinten ist. Alter, ich komm nicht von ihm weg vom Kopf. Mein Gott, Speedlight-Kombo, Alter. Und dann 4000 XP, Alter. Donald hat Glückspilz. Ja, gut. Oh, so damn good. Ich bin aus Stahl. Einfach zu Asche zerfallen. Goofy hinterm Schild. Oh, scheiße. Braucht jemand ein bisschen Baumaterialien? Du hast 5 Steine erhalten. Bau dir ein Haus. Wir sind nicht in Minecraft. Schnauze, Mann. Yeah. Jo, Leute, damit haben wir den Hardest-Cup erreicht. Und wie, jetzt kann man sich immer den ersten Platz aussuchen? Nein, sobald du jetzt nochmal alleine zu Raum machst und noch auf Zeit geschafft hast. Lol. Oh, sowas creepyes Lächeln da. Ja, das Triogramm erlernt. Was war das nochmal? Dieses Limit, was all deine MP verbrauchen, wofür Donald und Goofy in deiner Nähe sein müssen, macht einen Flächenangriff. Ist der gut? Es geht. Es ist nicht sehr gut, den in Bosskämpfen ausgerüstet zu haben, aber so in Gegnergruppen schon. Minimum MP 3. Aha. Nee.
Nee, aber Donald, du hast ja was Geiles bekommen. Guck mal, geil! Oh. Welches Level müssen wir denn dafür jetzt sein? Oh, 56! Ja, ich glaube, ich bin doch schon stark gelevelt, möchte ich behaupten, ja doch. Ja. 1000 Punkte, bin ich schon Level 57. Ach du Scheiße. Die kriegst du in der letzten Welt. Ja, wahrscheinlich. Definitiv. So, Memoire. Und dann hier mit Löwenherz. Ein Angriff weniger, aber ein MP mehr. Ich muss sogar sagen, ich finde Löwenherz sogar besser, weil das hat besitzt immense Durchschlagskraft. Und der Angriff, die Angriffskraft von Magie und Rufen steigt auch noch. Ja, stimmt. Hier also hast du einen weniger, ne? Und die Reichweite müsste... Ja, ist genauso lang. Hm? Ja, nehme ich. Außerdem sieht es hübsch aus, muss ich sagen. Mag ich sehr gerne, von der Farbe her. Und Goofy müsste auch einen neuen Schild haben. Richtig. Den Genji-Schild. Ah, aber ein Angriff sogar weniger. Aber ich glaube, das ist auch für Defensive ganz gut geeignet. Ja. Ich nehm's mal. Ist immer ein Yuffies Schild. Und hier, ja, hier der Ruftprügelstab. Den braucht er nicht. Nee, nicht wirklich. Da ist der hier wesentlich besser. Good job. So, ansonsten Abilities, irgendwas Neues bei mir hier, nur Triogramm halt dazu, Ragnarök. Ja, Charmeur kann man jetzt mal wieder mal anlegen, jetzt mit Maximum MP reicht ja nicht mal die AP dafür. Goofy, irgendwas Schönes hier. Nö. Berserker, Schamane, bla 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 bla. Nö, 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 nicht wirklich, nö. Reicht. So, saven, Leute. Geil. So, dann würde ich sagen, das passt genau für 20 Minuten heute hier. Haben wir wirklich gute... Ich hätte mit mehr Zeit gerechnet, muss ich ganz ehrlich auch mal gestehen, dass ich jetzt mit mehr Zeit gerechnet habe für den Hades Cup. Nee, ich habe ja auch, bei meiner EP habe ich ja auch, vom HD-Remix habe ich auch 3 Parts gebraucht. Oh, gut. Dann ist das realistisch. Ja. So, dann war's das für den Hades Cup. Domi, was steht denn jetzt an? Ich würde sagen, wir zeigen einmal zumindest Sephiroth. Ja, stimmt. Mal kurz, ich muss wohl. Mal kurz zeigen und danach. Ja, mal kurz, sagen, weil länger werde ich auch nicht überleben. Und danach heißt es The Last World. Ach so, ja, stimmt. Und den weißen Oberknüdel muss ich noch zeigen. Du willst den Eistitan zeigen? Ja, ich würde gerne allgemein wenigstens mal die Geheimbosse zeigen. Okay, dann heißt es jetzt erstmal kurz geheime Bosse zeigen und danach die letzte Welt. Ja, finde ich gute Idee. So, ob ich die allerdings schaffe, ich glaube, wir werden es einfach mal versuchen. Du wirst mir einfach mal Tipps geben und so ein bisschen so deine Erinnerung mit einbringen. Ich werde mich dann dementsprechend ausrüsten und einfach mal gucken, was ich dann mit meinem Skill draus machen kann. So viel ist es ja nicht. No offense. Du hast dich relativ gut geschlagen bis jetzt. Ja, ist ja auch nicht so, dass ich muss sagen, ich bin mit dem, also mit Kingdom Hearts 2, mit dem Kampfsystem gehe ich sehr affin. Es macht unheimlich viel Spaß, es macht riesig Spaß. Oh ja, Kingdom Hearts 2 ist so ein geiles Kampfsystem. Das Kampfsystem ist extrem einfach good-like, muss man einfach mal sagen. Hier fehlt mir die magische Komponente ziemlich stark. Und die Freiheit, die Beweglichkeit. Es ist wie bei Smash, als hätte er einen Buff bekommen. Er hat beim Landen nicht so viel Ending-Lag, er bewegt sich schneller. Er ist einfach agiler im zweiten Teil, habe ich das Gefühl. Schneller ja, aber ich unterwegs. Sagen, das bauen wir dann in den Credits, in den Fazits ein. Ja, genau. Das stimmt, das kommt dazu noch. Genau. Hast recht. So Leute, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder alle gemeinsam wieder. Und bis dahin wieder unser gemeinsames Motto. Also macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.